Moin Freunde, willkommen zurück nach Nerdcrate. Heute mal wieder ein kleines Let's Crate. Und zwar ist mir das zuletzt so ein bisschen sauer aufgestoßen. Ging natürlich los, ne? Als erstes mit MP44. Diese Preisexplosion. Ich weiß, das Ding kommt nach links und rechts. Ich will euch auch nicht groß mit MP44 heute auf den Sack gehen. Heute mal Hot Toys. Und aber das war so das erste Ding. Und da sind ja schon die Leute am Quaken und viele sagen auch, ihr heult ja nur rum oder ihr seid ja nur am Haten, weil ihr euch die Dinger nicht leisten könnt. Das ist in meinem Fall überhaupt nicht so. Deswegen ich das Video heute mache, war der zweite Anstoß. Und das war von Hot Toys der neue Captain America zu Avengers Endgame. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir den hole, weil es an sich eine saugeile Figur und ich hätte den sehr, sehr gerne als so die letzte definitive Repräsentation von Steve Rogers gehabt. Aber dann habe ich auf die Seite meines Sellers geguckt, wo ich sonst immer Hot Toys geholt habe, Incredible Figures. Toller Seller, wirklich extrem vertrauenswürdig und verschickt schnell, wenn er das hat. Hat auch gute Preise, Mitgliederprogramm und man kann da per Raten bezahlen. Das ist jetzt keine Werbung, einfach nur für euch so als Details, ne? Und darauf geguckt und da steht da 320 Euro. Und ich denke so, 320? Das ist aber ganz schön krass. Weil ich habe mir die Teile angeguckt und ich scheiße jetzt mal auf das eine Bild. Ihr seht das jetzt mal eingeblendet. Wie ihr seht, da ist nicht viel Neues bei. Ich mache das jetzt ein bisschen aus dem Kopf, weil logischerweise nehme ich das mit dem Handy auf. Ich habe mir nichts ausgedruckt, also wing in it. Wir haben Steve Rogers, wir haben den normalen Schild, wir haben den gebrochenen Schild, wir haben Mjolnir, wir haben ein neues Headscarf, ist okay, neues Headscarf ist immer gut, was viel besser aussieht. Wir haben den Kopf, der einen Helm hat und wo man den unteren Teil austauschen kann. Und wir haben mehrere Hände, ich glaube insgesamt haben wir 6 oder 8 Hände. Entspannte, Griff, so werfende, dass er gerade losgelassen hat und Fäuste dann auch noch. War es das? Den gebrochenen Schild hatte ich glaube ich auch schon. Ne? Ich glaube, das war's. Und wenn ich mir so überlege, dafür 320 Euro, ist irgendwie eine Frechheit. Und das ist jetzt nicht rumheulend, weil ich das nicht leisten kann. Wie gesagt, ich kann mir das definitiv leisten. Ich will mir das nur einfach schlichtweg nicht mehr leisten. Weil ich finde, diese Preisinflation dabei ist einfach so, wie gesagt, so unheimlich frech, um das mal Artwort zu nutzen. Denn bei dieser Captain America Figur, da ist so nichts Neues bei, außer dem Kopf. Aber sonst ist das alles, ja, rehashed, wieder neu aufgelegt. Das gibt es alles schon in der Hot Toys Bibliothek. Wisst ihr, wie ich meine? Wir haben den kompletten Schild. Den haben sie mittlerweile dieses Plastikverchromte. Wie nennt man das noch? Ich hatte das Wort mal. Galvanisation ist das ja bei Metall. Nennen wir es mal Plastikgalvanisation. Dafür, dass mir jetzt besseres einfällt. So, dann haben sie einen zweiten Schild genommen, den haben sie kaputt gebrochen. Das ist also dasselbe Ding, was sie einfach einmal durch den Schredder gejagt haben und ein paar Battle Damage Effekte draufgeknallt haben. Keine Raketenwissenschaft. Mjolnir gab es vorher von Thor. Die ganzen Hände sind alle Standardkram, den sie vom Civil War Captain America nehmen können. Genauso wie den kompletten Anzug. Das ist auch im Endeffekt der Civil War Captain America. Und da haben sie im Endeffekt das, was oben drüber liegt, für die Schuppen, haben sie runtergepflückt. Das war es im Endeffekt. Das ist auch nicht mehr. Das ist auch keine Neuentwicklung. Der Kopf mit dem Helm und wo man die unteren Teile auswechselt, ist auch keine Neuentwicklung. Und unter dem ganzen Anzug, der Körper, das ist auch keine Neuentwicklung. Das ist ein True-Type. True-Type-Körper von Hot Toys. Und das ist so das Ding, wo ich mir denke, so, und dafür soll ich 320 Euro bezahlen. Ich habe deswegen den Terminator mal eben kurz auf seinen Platz geholt. Denn mein erster, der T-600 steht ja da, aber mein erster menschlicher, wirklich menschlich aussehender Terminator war der MMS 117 T-800. Der hat mittlerweile schon ein bisschen seine Tage gesehen, der ist von 2008. Der Gürtel hält leider nicht mehr so ganz durch, da muss ich mal auf die Suche gehen. Aber ansonsten das ganze Kunstleder, das hält sich tatsächlich ziemlich gut. Aber wenn man sich mal reinzieht, ne? Ich meine, 2008 ist jetzt 11 Jahre her. Aber das Ding war eine komplette Neuentwicklung. Und was ich euch gleich sage, meine ich ernst. Erzähle ich keinen Bullshit, ne? Aber das ganze Ding wurde geliefert mit
diesen Klamotten, die so schon top sitzen. Ich habe da jetzt noch so einen Rahmen drin, so ein Twisty-Tie, wo mit Figuren in die Verpackung gehalten werden. Ziemlich dick, damit der Kragen auch vernünftig kommt. Aber die Jacke, das kommt alles mit, die Pump-Action. Und das Krasse ist ja auch, diese Remington, die ist ja auch voll artikuliert, wisst ihr? Das ist auch eine Patrone mit einmodelliert und alles. Das ist absolut Granate. Das ist eine großartige Neuentwicklung gewesen. Das Ding sitzt gut in der Hand, das funktioniert alles tipptopp. Ne? Und dann kommt das Ding noch mit einer kleinen 9mm. Kannst du den Abzug betätigen, den Hammer zurücklegen, du kannst das kleine Magazin rausnehmen. Ich weiß nicht, ob das damals auch Standard war. Ich meine, Hot Toys haben vorher Soldatenfiguren gemacht, aber selbst wenn, es ist eine schön gemachte Waffe. Ist einfach so. Wir haben zwei Fäuste, wir haben zwei entspannte Hände. Eine ist hier dran, wir haben eine Abzugshand links, eine Abzugshand rechts. Wir haben ein austauschbares Shirt, das kommt da auch noch mit zu. Die Rosebox, ganz wichtig, ne? Sogar hier mit einzelnen kleinen Plastikrosen drin. Das ist das Ding. Kannst die Shotgun reinpacken, ich habe dazu mal ein kleines Fotoset gemacht. Und das wichtigste Detail, deswegen auch das graue Shirt, der kam mit dem Endo-Arm, mit dem aufgeschnittenen Arm, wo man die Finger sieht. Und die Finger sind alle einzeln beweglich. Das ist ein richtig heftig geiles Design. Das sieht super aus, das ist zwar super filigran, man muss echt vorsichtig sein, aber tipptopp. Wisst ihr? Ich meine, der Pack war nicht das braune vom Ei. Was ist denn das braune vom Ei? Das gelbe vom Ei. Aber es hat sich austauschen lassen. Und das war da alles mit bei. Das war ein volles Paket. Das Einzige, was gefehlt hat, um diesen, ich sag mal, diesen Necker, das mit ihren 7-Inch-Figuren so ein bisschen, nennen wir es mal, eingebeutet haben. Die hatten ja auch mal so eine kleine Figurenserie und da konnte man den auch so hinstellen. Und der kam so im Endeffekt, der kam mit einem Messer. Das Einzige, was den im Endeffekt genauso gemacht hätte, den Man or Machine, wäre noch ein Messer gewesen. Aber das kann man sich auch locker selber machen. Oder wie ich das gemacht habe, mal Photoshop das da einfach rein. Das ist alles nicht das Ding so, ne? Und jetzt kommt das Ding. Das Teil, so wie das hier steht, das kam bei mir an für 160 Euro. Und ich sag ganz ehrlich, ne? Bei der kompletten Neuentwicklung, wie das gemacht wurde, weil auch das Gesicht, das ist auch Granate. Man kann die kleine Sonnenbrille, die kann man abnehmen. Manche Leute haben ein Problem, dass das abfärbt, aber das war bei mir nicht der Fall. Ne? Ich meine, das ist ein tipptopp Schwarzenegger-Skalp. Und wenn ich mir den DX10 oder den DX13 angucke, dann ist das immer noch das zweitbeste Schwarzenegger-Skalp. Das Beste ist das 1:4 Enterbase-Skalp drüben bei mir im Raum. Kriegt ihr demnächst zu sehen, mach mal wieder eine Ruhmtour Zeit. So, aber wie gesagt, 160 Euro das Ding bei mir, das hat das Ding gekostet für mich. Und jetzt komme ich darauf zurück, was ich sagte, was ich euch sagen werde und was ich ernst meine. Ich hätte für das Ding 250 Euro bezahlt, weil das Ding eine Neuentwicklung ist. Das ist einfach so. So als erstes mal so ein Terminator-Arm, die Pump-Action, Rosebox-Shotgun, komplette Klamotten, die genial liegen, das Face-Sculpt, die kleine Sonnenbrille, die wirklich total natürlich sitzt. Ich meine, ihr seid ziemlich nah dran, ne? Ihr seht das. Also dafür 250. Überhaupt kein Problem. Aber für einen Captain America, nochmal zum Verständnis, was dabei ist, und das sind keinerlei Neuentwicklungen, was dabei sind, alles alte, aufgesetzte Sachen, dafür 320. Habe ich mich mit ein paar Leuten noch aus dem Realm of Collectors über unterhalten und manche sagen, oh ja, das stimmt aber gar nicht, ich habe mal geguckt hier und da, das sind ja nur 270. Ich sehe, aber sitze ich in Amerika? Ich sitze doch nicht in Amerika. Von den 270 habe ich gar nichts. Vor allem, dann hole ich das hier rüber für 270 Euro. Da kommt noch wieder 19% Mehrwertsteuer oben drauf und noch der Zoll, was der da eventuell für haben will. So, und dann ist das quasi ein Ticken günstiger für mich, das über einen Verkäufer zu machen. Aber es ist mir einfach zu teuer. Und das ist einfach das Ding. Und das ist auch das Ding, weswegen ihr nicht mehr großartig Hot Toys auf meinem Kanal seht. Das richte ich jetzt an die Leute, die immer gerne, ich habe jetzt leider die User leider nicht mehr auf dem Zettel, aber ich habe da ein, zwei User in meiner Comment-Section gehabt, die haben mal gefragt, wann machst du mal wieder ein Hot Toys-Review? Und ich habe hier jede Menge Hot Toys, aber das Ding ist, ich will halt auch nicht von zu alten Figuren Reviews machen, wisst ihr? So wie letztes Mastermind Creations Tarn, der ist noch ziemlich nah dran, das ist okay. Aber von zu alten hier wie DX10 und Sarah Connor und so eine Geschichte, das ist einfach zu alt, das ist zu lange her, es soll schon einigermaßen nah dran sein. Und wenn das zu teuer ist, dann hole ich mir die Dinger einfach nicht mehr und dann muss ich auch sagen, vermisse ich da im Moment aber auch nicht so.
Wisst ihr, ich bin momentan ziemlich glücklich mit meiner Collection und für den Preis. Nee, da bin ich auch raus bei Hot Toys. Ich habe da mal so einen Hashtag gecoint, Fucked All Life, aber das war in Anführungsstrichen ein bisschen hart, weil ich muss natürlich sagen, wenn die jetzt mit Terminator oder Robocop weitermachen und überraschenderweise auf einmal doch nochmal ein Two-Pack bringen von den Bösewichten, jetzt hier Clarence Boddicker oder Dick Jones, was ich in meinem anderen Video mal gesagt habe, verlinke ich euch auch mal auch hinterher im Abspann, wäre ich sofort drauf, ne? Da wäre ich so drauf. Überhaupt kein Ding. Aber solange das nur hier Marvel und nur neue Sachen davon, aber alles rehashed und DC und Star Wars, da bin ich raus. Sag mal in der Comment-Sektion, was ihr davon haltet. Also ich finde das eigentlich recht interessant. Ich meine, Preise ist immer so und so. Viele Leute sagen, ja, aber wenn es was Neues bringt, dann rechtfertigt das den Preis. Oder ich sammle das auf jeden Fall. Ich bin Hardcore, ich bin da all in und haben sich auch die ganzen Iron Man Exclusives geholt. Ne? Aber mich würde echt mal interessieren, was ihr davon haltet, weil ich finde das gut, das Thema. Ich finde das auch schwer. Und ich finde, da gibt es auch nichts unbedingt falsch. Also ich würde da gerne eure Meinung zu hören. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr wieder ein Like geben oder mich abonnieren, Notification setzen, würde mich freuen. Morgen ist Voice of Chaos. Gibt noch wieder einen kleinen Teaser. Wir haben das Thema mittlerweile raus. Dennis hatte heute ein bisschen was anderes auf dem Zettel, deswegen haben wir gesagt, wir pushen das heute auf morgen und dann hatte ich Platz heute für das kleine Ding. Ne? In dem Sinne, bis morgen und falls ihr nicht dabei seid, was scheiße wäre, schöne Woche, bis Freitag, haut rein und tschüss.